Einen wunderschönen, verschneiten guten Tag, liebe Täter. Ich hoffe, bei euch schneit es auch. Sieht richtig hübsch aus. Also ich gucke so aus dem Fenster. Ich habe ein recht großes, breites Fenster. Guck so in den offenen Himmel, so in die Bäume rein. Ach, sieht toll aus. Wir könnten mal wieder richtig Schnee kriegen. Das wäre doch mal was. Also wir haben ja hier im Norden nicht so viel Schnee. Ich komme in Schwachquatschen. Was macht denn der DAX? Der ist bei 13.236 Punkten. Und das, was die europäischen Indizes machen, ist kurzfristig mehr bullisch. So, warum? Schaut mal, der DAX macht das Tief, macht's hoch, macht's tief, macht's höhere hoch, macht's tiefere tief, macht wieder das höhere hoch. Jetzt macht er das höhere tief, findet hier Unterstützung im Bereich der 20- und der 50-Tage-Linie. Und das, was wir hier über die Stunde bekommen, das sieht hier aus wie eine Art Bullenflagge. Also das ist die Stange, das ist die konsolidierende Flagge. Und man muss sagen, spekulativ oberhalb der 13.275, konservativ oberhalb dieser trendbegrenzten Linie, also oberhalb der 13.320, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Richtung Allzeithoch zu laufen. Ich hätte euch ja auch gesagt, dass eine Berührung mit der 13.150, Kauf der Unterstützung, also mehr Bewegung, weniger Wahrscheinlichkeit, auch interessant ist für eine Fortsetzung. Und ich sage euch ja immer, ich will Queranalysen machen. Das heißt, ich will gucken, wie geht es denn dem DAX und wie geht es denn eigentlich dem Eurostox. Und der Eurostox, na guck mal, der ist ja noch stärker. Der hat auch das tiefere Tief gemacht, auch das höhere Hoch gemacht. Und der konsolidiert hier seitwärts. So, das ist so ein bisschen bedauerlich, dass der hier diesen Spike macht und wieder reinfällt. Wenn er das nicht machte, könnten wir das noch leichter unseren Einstieg berechnen. So muss man sagen, also konservativ oberhalb der 3.645, wieder in Richtung 3.700, das ist ein Swing Trade, also ein Trade für ein paar Tage durchaus wert. Wenn man es spekulativer denkt und rechnet, na, diese Linie passt eben nicht, dann muss man sagen, hier oberhalb dieser Horizontalen, also oberhalb der 3.630 Punkte. Entscheidend ist für mich, der DAX konsolidiert das bullisch, was zuletzt passiert ist, der Eurostox auch. Und der MDAX? Oh ja, guck mal, der MDAX, das ist, da steigt er, da konsolidiert er, da dreht er noch eine Ehrenrunde. Die 20-Tage-Linie ist noch ein bisschen weiter weg. Es wäre schöner, wenn die 20-Tage-Linie hier ist, bevor der Ausbruch kommt. Ist noch nicht da. Aber sollte der Markt über die 27.200 Punkte gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Fortsetzung bekommen sollten, deutlich größer. Und dann sind auch die Ziele in Richtung 27.650, 27.700 Punkte. Der TecDAX wiederum hat schon seine Bullenflagge bullisch aufgelöst, also über den Stundenchart. Seht ihr das? Also ich habe jetzt keine Linie eingezeichnet, aber guck mal, hier ist der dynamische Anstieg, genauso wie das hier konsolidiert hat und fortgesetzt hat. Hier Konsolidierung, hier Fortsetzung. Ich glaube, Wirecard, also noch schöner, war ja, habe ich auch nicht getradet, habe ich auch verpasst. Ich finde, dass ihr sozusagen den Markt seht. Ja genau, Wirecard. Seht ihr diesen Anstieg, Konsolidierung? Und hier diesen Ausbruch, wunderschön. Richtig schön, plus 3%. Zieht auch gerade den TecDAX nach oben. Das heißt, also das, was wir hier gerade bei den europäischen Indizes sehen, das sieht kurzfristig hilfreich und bullisch aus. So, was man dazu sagen muss, ist ja, also ganz frei von den US-amerikanischen Indizes, können sich ja die Europäer, können sich ja nicht ganz befreien. Und bevor wir gleich ganz kurz auf den Dow schauen. Den Russell 2000 mit dessen ETF IWM hatte ich euch gezeigt. Und das nur nochmal aus edukativer Sicht. Wir hatten gesagt, hier ist ein aufsteigendes Dreieck. Geht gerne zurück, schaut euch das an. Ich habe gesagt, das Ziel ist im Bereich von 160. So, jetzt. Ach, ich zeige es euch mal in einer Stunde. So, der Markt eröffnet mit einer offenen Lücke nach den Feiertagen. Und macht das hoch bei 159,50. Wir sind 50 Cent vom Ziel entfernt. Mit einer offenen Lücke nach den Feiertagen. Die wird meist zumindest erstmal geschlossen. So, natürlich passe ich dann meinen Stop-Loss an und dann fliege ich hier raus. Und ich habe den sogar noch enger gemacht. Und dann habe ich hier 3% in 2,5 Trading-Tagen mitgenommen. Wunderbar. Klar, jetzt kann man sagen, der testet das und kann wieder eine Fortsetzung machen. Aber das darf man als Trader dann nicht zulassen, wenn du in der Zielzone bist. So trade ich, dann mache ich den Stop enger, nehme den Gewinn mit und dann suche ich mir ein neues Setup. Anstatt darauf zu sitzen und zu hoffen, oh, hoffentlich kommst du nochmal zurück. Ich hoffe, dass das verständlich ist. Es geht mir noch um was anderes. Und zwar, also europäische Indizes, mehr bullisch, eher mit dem Potenzial der Fortsetzung.
für ein paar Tage zumindest. Und ich will jetzt gar nicht beim Dow Jones so ins Detail gehen. Wenn wir jetzt alle Linien weglassen. Also das hier, das was der Dow macht, das ist eine Parabolik. Das ist eindeutig eine parabolische Bewegung. Also hier ist die längere Konsolidierung, da kommt der Ausbruch. Wir steigen, wir konsolidieren, wir steigen, wir konsolidieren, wir steigen langsam vor uns hin, wir konsolidieren, wir steigen. Oh, schneller. Oh, noch schneller. Oh, noch schneller. Oh, noch schneller. So. Also, Parabolik endet meistens darin, dass der Markt in irgendeiner Art und Weise irgendwann korrigieren muss. Wir wissen nicht, wie lange diese Parabolik anhält. Im Moment ist der Markt total stark. Ich habe es euch hier schon gesagt, bei 25.000 habe ich gesagt, also ich will diesen Markt nicht shorten. Ich habe euch das hier gesagt, ich will diesen Markt nicht shorten. Ich sage euch auch heute, ich will diesen Markt nicht shorten. Ich sehe aber auch ganz langfristig, dass das hier jetzt eine Übertreibungsphase ist. Wie lange hält die Übertreibungsphase an? Noch 2 Tage? Ist schon vorbei? Noch 3 Wochen? Noch 2 Monate? Schwer zu sagen. Eines kann man sagen, ganz sicher ist das ein Zeitpunkt, in dem man, wenn man Long Trades in den USA durchführt, sie kurzfristig macht und wo man sich darüber im Klaren muss, dass der Markt durchaus kleinere Anzeichen für eine Blase hat. Eine Blase kann noch größer werden und noch größer werden und noch größer werden. Deswegen glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich gegen eine Blase aufzulehnen. Und Absicherungen für langfristige Aktienstrategien, zumindest ein Teil, ist etwas, worüber man nachdenken kann. Wichtig, nochmal, ich wiederhole es, macht euch klar, das muss hier nicht das Ende sein. Erstens, zweitens, dieser Markt kann auch, bevor er dann vielleicht eine Korrektur macht, nochmal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr seitwärts laufen und dann kann es irgendeine Korrektur geben. Der langen Rede, kurzer Sinn, für mich gibt es jetzt nicht unbedingt etwas, weswegen ich handeln muss. Ich will es aber sehen und ich will es erkennen und ich will es verstehen. Hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich war. Liebe Trader, ich fliege nachher bei bestem Wetter nach München und werde dann für euch, weil wir nämlich Mentor-Programm haben, erst Dienstag wieder da sein. Bitte beachtet das, bitte bedenkt das. Bis dahin wünsche ich euch gute Trades, habt ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr wieder da seid, wenn ich wieder da bin. Mein Name ist Dr. Esnashari.